ungewöhnlich. Ich kann mich erinnern bei Dancing Stars, Balázs Ecker, jetzt ja, zum Juror, Beispiel. Alice Kuschelbauer. Ja. Seine Partnerin Alice Kuschelbauer und haben auch dann geheiratet, ja, im Fernsehen. Da können wir schon gespannt sein, was bei der jetzigen Staffel alles passieren wird. Am Freitag geht's los. Genau. Staffel Nummer 12, genau, der Dancing Stars. Wir stellen Ihnen ja im Studio 2 die Kandidatinnen und die Kandidaten näher vor. Und Elisabeth Engstler besucht heute Liz Görgel und ihren Tanzprofi Thomas Kramel. Ja, und dass sie nicht nur beim Skifahren die schnellste ist, sondern auch beim Tanzen, ist eine andere Geschichte. Ihr sitzt so ganz brav da. Was sagt mir das? Ist sie brav? Weiß nicht, dass wir brav sind. Ist sie brav beim Trainieren? Sie ist sehr brav beim Trainieren. Ehrlich? Ja, ich habe ein Riesenglück. Ja? Ja, ja. Ich sehe nur ein Problem, Liz. Du bist ja eine Doppelweltmeisterin. Dancing Stars kann man, glaube ich, nur einmal gewinnen. Ist das ein Problem für dich? Nein, wobei ich sagen muss, es ist so eine coole Zeit, die ich gern jedes Jahr wiederholen würde. Schon, gell? Ja, es ist so cool. Man gewöhnt sich an das. Und du als Sportlerin bist ja auch gewohnt, dieses harte Training, das ja sicher ist. Das wird der Thomas wahrscheinlich noch bestätigen können, oder? Das wird noch ein bisschen fester werden. Hm? Du, im Moment kann mich halbwegs zurücklehnen, weil die Liz hat so ein natürliches Pensum. Da brauche ich mir jetzt gar nicht so großartig dahinter sein. Aber das ist, wie gesagt, das ist das Schöne, weil die Liz... Ihr macht nicht nur Tanzen wahnsinnig Spaß, sondern ihr macht tatsächlich Trainieren Spaß. Ja, wo andere vielleicht schon schneller, ja, wo andere vielleicht schnell mal eine Pause brauchen, aber die Liz, ich glaube, wenn nach 3 Stunden nichts wehtut, dann war das unbefriedigend. Das war okay. Für dich ist ja die Kombination von Sport und Musik ist ja eine sehr gewinnbringende. Ist das etwas, was dich locker macht und ist das ein Erfolgskonzept bei dir? Es schadet mir sicher nicht. Also ich liebe die Musik, ich liebe Singen, Tanzen. Ich liebe Rhythmus, habe, glaube ich, auch ein gutes Rhythmusgefühl, soweit ich mich jetzt einschätze. Und das ist schon irgendwas, was ein bisschen, glaube ich, auch zu mir dazugehört. Oder ja, was ich einfach gern mache und wo man vielleicht auch mehr so vom Kopf mehr in den Körper reinkommt. Na, was hast denn du so für Gefühl? Das habe ich mich, glaube ich, überschätzt. Seid ihr im gleichen Rhythmus? Nein, also ich glaube, wir sind wieder auf einem guten Weg. Ja. Das stimmt schon, alles andere wäre eine Lüge. Aber man muss das Pferd ab und zu ein bisschen bremsen. Ja? Also es ist kein Wettrennen, wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. Okay. Also tatsächlich so. Also sie laufen mir vorher oft davon. Ja? Während dem Training oder während dem Tanzen oder wie? Ja, davonlaufen, sie wird mir einfach immer schneller und schneller. Ja. Also, ja. Also die Liz sitzt schon in der Wunderbar, wenn die Musik aufhört zum Spielen. Jetzt rüber. Wechsel da. Haben sich bei euch schon so ein bisschen Regelmäßigkeiten, kleine liebe Gewohnheiten? Gibt es da schon was bei euch beim Training? Zuerst trinken wir mal einen Kaffee. Ja. Dann gehen wir es gemütlich an. Dann muss ich ganz viel Wasser trinken, da schaut die Liste auf, das ist gut. Stimmt, trink was. Ja. Okay. Er trinkt nämlich nichts. Er trinkt nichts. Dann sage ich, komm, trink was. Ja. Jetzt mal, wenn ich was trinke, trink was und ich trinke sehr viel. Hast du schon einmal für Thomas was gesungen? Du bist ja jetzt Sängerin. Habe ich schon mal was gesungen? Beim Training, glaube ich. Wir wärmen zu deinem Lied auf ab und stimmt, zu. Ja. Okay, das ist cool. Genau. Weil das, was sie natürlich nicht wusste, ist, dass, hilf mir, wie heißt die Nummer? Bleib kurz stehen. Bleib kurz stehen, einen absoluten Offbeat-Rhythmus hat und dass das eigentlich Jive ist. Genau, zu dem wärmen wir auf. Ich wünsche euch auf jeden Fall irrsinnig viel Spaß. Danke dir. Das wird eine coole Sache. Und je nachdem, ob es gut war oder nicht. Ja, Füße zusammen und einen aufstellen. Mann, nicht voll. Aber zusammen, dort sitzt die Jury. Hast du schon brav Wasser getrunken? Ja, weil ich habe keine Wahl. Ich muss. Du musst, super. Also dann, ist das für mich? Mhm.
Das ganze Glasl Wasser soll ich jetzt trinken? Das und das auch noch. Dieser arme Thomas. Ist so gesund.